Oh nein. Lass mich raten. Das Buch. Nein, darf er. Look who I found, Moomba Boon. Remember him? Do you have that headache again? Hast du gestern wieder gesoffen? I won't bother you. Möglich. But when you feel better, maybe we can play with Moomba Boon again. And all the other space toys you got for me. Und ich bin einfach eine scheiß Mutter und schlafe einfach. Ich ignoriere es einfach. Es passt wahrscheinlich eher. Ich glaube eher, du hast gerade ein Eichhörnchen vor dem Unterhosenflugzeug geschmissen. Foreshadowing auf unseren nächsten Bosskampf. Ja. Das Weltraumlevel ist super. Ich glaube, jetzt kommt erstmal Spielzeug, oder? Ich weiß nicht. Ich sehe da Planeten. Let's go and talk to her. Yeah, but we should be careful. We don't want to scare her. Are you saying I'm too harsh with her? No, no. I meant she might get scared when she sees us. I mean, Maestro, ich bin zu hart mit ihr. Of course I remember. Nein, zu weich. Ah, das Buch. Wer hätte es gedacht? She's our daughter. Das Buch. Wer hätte das jetzt erwartet? Können wir uns darauf einigen, dass es das Problem ist? Generell ja. Ich sage, du bist das Problem, du sagst, ich bin das Problem. Können wir uns darauf einigen, dass es das Problem ist? Das Buch. Das verdammte Buch. Ich dachte, das Kind. Das auch. Das ist, wir hätten schlecht Eltern. Das ist creepy. Das ist verdammt creepy. We really need those tears. The bigger the better. Okay. Sind wir im nächsten Abschnitt. Wollen wir weiterspielen oder? Eine halbe Stunde will ich noch machen. Von mir aus. Ich meine, Checkpoints gibt's ja. Kissenschlacht. Traumfänger. Hast du hier irgendwo eine Gabel? Siehst du hier irgendwo eine Gabel? Ich muss ja mal reinpacken. Gabeln sind für Anfänger. Okay, wir müssen hier wohl. Hier ist eine Steckdose. Können wir mal darüber reden, wie viele Steckdosen das Kind hat? Die Stromrechnung bei uns muss gigantisch sein. Tja. Oh, ich höre Minispiel. Können wir lang? Und eine Lavalampe. Oh. Da könnte ich den ganzen Tag zugucken. Weißt du, was eine Wand davon? Das ist so als Aquarium. Das ist so ein Aquarium. Oh, Gameboy. Panzerbrüder. Oh ja. Wir spielen jetzt Videospiel. Wirf Granaten auf Cody. Wir spielen ein Videospiel in einem Videospiel. Ist ja fast wie Inception. So gute Grafik hatte der Gameboy nicht. Gehalten muss ich. Au. Yeah. Aha, ausweichen und schießen.
kannst dich ewig abhauen. Nein, fuck. Nein. Was? Du bist tot. Nee, gewinnt. Nochmal, oder? Eine. Noch eine Runde. Ich kann aufhören, wann ich will. Ganz genau. Ich brauch das gar nicht. Yep. Du nicht. Ah, verdammt. Bin ich ausgewichen. Ach, du bist nicht ausgewichen. Wo bist denn du eigentlich? Ach, da hinten. Krieg. Bleibt immer gleich. Fuck! Was? Beide verloren. Cody gewinnt. Was? Als ob. Was? Wie? Wie? Du bist SS gestorben. Ja. Okay, cool. Sieg für mich. Das ist halt ein Gameboy-Spiel. Da passieren Dinge, die nicht passieren sollten. Lavalampen. Oh, hey, eine Lavalampe. Oh. Eine Sternenkugel. So ein Projektor. Hattest du mal einen? Nee. Glaube ich nicht. Ich hatte aber solche Klebesterne an der Decke, die aufgeladen werden konnten und dann geleuchtet haben. Ach, du meinst sowas wie Montana Black sich rein hat bauen lassen? Nee, solche Plastikdinger, die man... Ja, ich weiß. Ich will nur anmerken, ich habe nämlich so eine... ich nenne es mal Tapete wie... Ja, nur ohne LEDs, sondern mit Solar. Ist ganz cool. Habe ich seit 15 Jahren oder so. Okay. Guck mal, ich mach's an mit dem Arsch. Und ich mach's wieder aus. Guck mal, wie ich dich so vorwurfsvoll angucke. Vorwurfsvoll angucken, ausmachen. Guck den Arsch an. Dieser Blick. Dieser Blick ist fantastisch. Guck dir mal meinen Blick an, ich hab da richtig Spaß. Der Blick. Und das wird langsam. Der Blick. Es bleibt jetzt aus. Nein, es bleibt an. Es bleibt aus. An. Ich sag, das bleibt aus. An. Aus. Ich hab gesagt an. Es bleibt aus. An. Es bleibt aus. An. Das machen wir jetzt noch mindestens eine halbe Stunde weiter. Das bleibt aus. Mit E-Drücken haben wir heute Erfahrung gehabt, ne? Aus. An. Aus. An. Sagt aus. Solange du deine Füße unter meinem Tisch hast, bleibt das Ding an. Aus. Ich mag's auch, wie wir ineinander stehen. Ich weiß nicht, haben wir noch Zuschauer? Was meinst du? Ich glaube einen. Aus. Ja, ist aus. Nice. Ich hab gewonnen. Das Licht halt aus. Ich hab gewonnen. Dafür spiele ich jetzt dabei out. Verdammt. Oh, nice. Ist ja von denselben Machern. Ja, ich weiß. Ach, du willst den spielen? Ja, der ist cooler. Ist das nicht der Verräter? Achtung, Spoiler. Ich hab das Spiel nie gespielt und auch nie gesehen. Aber der Bart ist cooler. Wir müssen, glaube ich, gleichzeitig. Ups, Moment. Nee.
Das bringt nichts, das ist einfach nur ein Gimmick. So. Doch, das gibt ein Achievement. Mach mal weiter. Na. Ja. Come on, Leo. You're still pissed about that? Just drop it already. Are you crazy? I'll never drop it. You just wait and see. Oh yeah. Das müssen wir auch mal spielen, Molly. You ain't doing shit. Ich meine, könnten wir, das dürfte relativ preiswert sein. können wir das auch so machen wie hier, dass nur einer das braucht, oder brauchen beide das? Ich muss mal gucken. Ich kann das jetzt direkt machen, ich hab Steam offen. Okay, mach das. Out. Kostet 30 Euro. Gibt's einen Fans Pass oder so? Oh, Lavalampen. Oh, ein Minispiel. Es gäbe ein Bundle für 26,99 Euro. Das beides hat? Was? Was? Was beides? Ach, It Takes Two und das. Ja. LOL. Was? Das ist ja. Okay, es gibt ein Bundle mit It Takes Two und A Way Out. Für 26,99. A Way Out kostet 29,99. Allein. What the fuck? Business, schätze ich. Und wir können Remote Play Together machen, heißt ich brauch's nur. Ja, sehr, sehr schön. Aber es läuft dann halt über Steam und den Cloud Service. Eine Lavalampe. Was ist, was soll ich hier, was? Ich verstehe das Minispiel nicht. Keine Ahnung, aber ich hab eine Lavalampe. Nice. Könntest du stundenlang angucken, oder? Guck mal, hier ist noch eine Lavalampe. Ich verstehe das Spiel nicht. Overwatch. Nein, es ist nicht Overwatch. Overwatch. Override. Überschreiben. Lol, was? Okay, ich bin... Ach, wir müssen connecten. Fast. Ah, gilt. Ah, okay, ich bin der. Hier muss der größere und da muss der kleine. Ach, Moment. Ach so, müssen wir fröhlich machen. Der eine Mundwinkel hängt. Counter hack and. Okay, wir haben es gehackt. Was ist passiert? Der Weltraum. Unendliche Welten. Hast du je Star Trek gesehen? Ja, ich habe mal zwei hier diesen Beyond hieß der, glaube ich, also zwei Teile habe ich, zwei neuere Teile. Der mit Benedict Cumberbatch als Bösewicht, den habe ich gesehen. Der ist überraschend gut. Und den neuesten jetzt wurde, den habe ich. Kann sogar sein, dass ich den im Regal stehen habe. Bin mir nicht sicher. Den finde ich tatsächlich sehr gut, aber ich meinte eigentlich die alten Serien. Nee, habe ich nicht gesehen. Den neuesten, irgendwie den neuesten, nicht den ganz neuesten, aber. Ich glaube, Beyond heißt der Star Trek Beyond, den habe ich gesehen. Ja, das ist tatsächlich der neueste. Nee, da gab es noch es gab noch irgendwie eine Neuverfilmung mit alten Schauspielern irgendwie drin, das war noch neuer. Das ist eine Serie, die ich letztens angeguckt habe, die ist gar nicht so übel. Als Serie, wenn aber du die gesehen hast. Den mit Benedict Cumberbatch als Bösewicht, den habe ich geguckt, fand ich ganz toll und den Beyond, den neuen. Beyond fand ich auch echt aber stark. Aber lange nicht mehr, das ist schon ewig her, müsste ich mal wieder machen. Müssen wir gucken, ob ich die im Regal habe. Ganz ehrlich, du solltest dir wirklich mal Star Trek das nächste Jahrhundert angucken. Das ist eine unglaublich gute Serie an sich. Ich glaube nicht. Glaubst du gar nicht, dass ich das im Regal habe? Müsste ich mal nachfühlen.
Aber ich sehe es jetzt mal spontan nicht. Ich guck jetzt mal eben, wie viel eine Komplettbox kostet. Ich hab da gerade Bock drauf. Hey, Cody. Moment. Try this on. Oha. Oh, du bist riesig. Ups. Du bist winzig. Ich kann dich groß und klein machen. Das ist ja toll. Da werden wir Spaß mit haben, Modi. Moment. Was? Warum gebe ich dir den Knopf dafür? Ist ja blöd. Bin ja dumm, dir den Knopf dafür zu geben. Oh, ich kann schnell. Ich kann an der Wand hochrennen. Die komplette Serie kostet das Blu-ray nur 70 Euro. Ich glaube, die hole ich mir zu Weihnachten. Ah ja, ich nicht. Ja, ich weiß, ich habe jetzt gerade nachgeguckt. Oh, ich kann. Du kannst groß und klein werden, ich kann an der Wand hoch. Guck mal über dir. An der Decke. Meine Decke. Meine Stimme. Tachchen. Wozu brauchen wir das? Ja. Oh, hier kann ich durch. Guck dir an, wie ich springe. Du musst dich, glaube ich, da auch auf der anderen Seite dranhängen. Ich glaube. Moment. Das, ich weiß irgendwas. Gar nicht, wo du bist. Häng dort oben, guck mal. Häng dort. Ja. Ach, Moment, ich muss hier durch. Aber was mache ich hier? Warum hänge ich hier oben dran? Du musst. Du hättest. Ach so, ich hätte es dir offen. Ja, genau. Ich bin tot. Oh. Ah, hi. Ich sehe dich. Siehst du mich? Nee, du siehst mich nicht. Warte. Guck mal, da. Da komme ich. Ich komm zu dir runter. Warum sind wir hier nicht schwerelos? Ich bin hinter dir. Fängt aus Kissen. Nice. Okay, was machen wir hiermit? Ich mach schon. Ach, du bist da drin. Sehr schön. Ich habe eine Rakete. Jetzt kannst du den Roboter benutzen. Okay. Ist ja fantastisch. Jetzt werden wir, glaube ich, schwerelos. Der Hintergrund ist auch ein sehr schönes PNG. Yep. Oh, nice. Ich kann hoch. Und runter. Ich auch erreicht. Glaube ich. Ja, hier gibt es einen Minispielraum, das wusste ich noch. Ich bin gestorben. Komm in den Minispielraum. Warte. Runter geht's also nicht. Runter. Wo runter? Ach, da hier. Bei mir. Genau da rein. Hier gibt's Minispielraum. Nein, ich falle. Das war eine gute Arbeit. Was hast du gemacht? Ich bin da rein. Oh, hier ist eine Rasse. Ja, ein Minispiel, habe ich doch gesagt. Ich bin ja schon unterwegs. Ich habe das Dreieck. Lande auf Plattform, um sie zu erobern. Ah ja, wie soll das funktionieren? Ich habe keine Ahnung. Oha. Ach, Boxen. Die Boxen. Da müssen wir springen. Okay, Ich habe, glaube ich, einen kleinen Vorteil, weil ich echt gut in Jump'n'Runs bin. Ich glaube, das muss man hier gar nicht wirklich sein. Nein, ich bin tot. Kann ich deinen auch erobern? Ja, ich kann deine zurückerobern. Na
kann dir deine klauen. Doch, kann ich. Ich kann dir deine klauen. Du kannst mir auch meine klauen. Kann ich, aber das tust du nicht. Ich nehme nämlich gerade 70 Punkte weg. Nein. Nein. 4 zu 4. Nein. Das war zu weit. Nein, das hab ich verkackt. Gleichstand. Lol. Okay, so können wir das abschließen. Nice. Nochmal? Willst du? Ja, warum nicht? Dann machen wir nochmal. Alright, I'm looking forward to this. Das gewinne ich, das ist meine Challenge. Verdammt! Ich renne ja im Frint her und dir alles klauen. Nein, wenn ich einmal aus dem Flow raus bin, dann ist scheiße. Warum hat er gerade Michael Jackson Geräusche gemacht? Keine Ahnung. Verbuchen wir Erde. Das als Easter Egg. Na toll, das wirst du wahrscheinlich gewinnen. Nein. Ist er nicht, nehm dir was weg. Tja. Na gut, belassen wir es dabei. 10 zu 4? Das akzeptierst du? War Gleichstand nicht? Ja. Mir doch wurscht. Ist nur ein Minispiel. Zurück. Ich bin gleich da. Ja. Es sind nur 27 Kilometer. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Ich gehe dann schon mal vor. Ja, du spielst in der Zeit das Spiel. Ich mache noch den Marathon gerade kurz fertig. Oh, hier gibt's drei Portale. Wo sollen wir rein? Wir müssen in alle. Okay, wir haben Weltraumdingens. Ich gehe mal hier rein. Du gehst dann woanders hin. Weiß nicht, ob das klappt. Achso, das können wir tatsächlich machen, oder was? Ich glaube, das geht sogar, wenn du eins machst. Okay, du bist in. Bist du in den Weltraum hier gegangen? Vielleicht. Ich werde es gleich sehen. Was genau ist gerade passiert? Tachchen. Verkackt. Achso, ich muss springen. Ich muss abspringen. Da unten ist die Erde. Du musst tatsächlich mal abspringen. Einfach die Erde. Guck mal, ich kann die USA sehen. Was ist zum. Achso, ich muss springen. Natürlich können wir die USA sehen. Man kann immer die USA sehen. Die USA ist ja die Welt. Ja, natürlich. Es gibt ja nur USA, Russland und irgendwie so ganz komisches. Ich glaube, das nennt sich Europa. Ich bin auf so einem. Achso, da kann ich hüpfen. Ah, okay. Ich bin an UFOs dran. Okay. Zurück geht's. was machst du da? Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt. Mach dich mal winzig. kann ich die hier kaputt machen? Wenn du dich winzig machst, kannst du vielleicht auf die Planeten. Ja, nee, ich muss die ja irgendwie anstupsen. Ach so, das ist ein Jump'n'Run, ich muss da hoch. Warte. Oh. Du musst hier von dem Planet zu Planet und dann kannst du es anstupsen und dann stupst mal an, dann kann ich hier rüber. Oder auch nicht. Dann muss ich hoch und du musst es anstupsen. Na komm, mach ups. Ups! Und jetzt hier darüber. Ich glaube zu dem dort müssen wir, oder? Nee, da hier, also, zu dem. Du musst aufs Tor, ja. Aufs Tor, ja. Hups! Nein, Das war zu knapp. Oh, tolle Musik. Das ist mir direkt unter den Füßen weggeschlagen. Ich hab's gesehen. Das war nicht mal Absicht.
Und das war Absicht. Ja. Ja, machen. Ja, ich bin. Schieß ihn hoch. Nice. Okay. Und nun? Jetzt musst du da. Du musst den Weg lang gehen. Wie lang? Ah, sehr schön. Du hast Gravitation. Okay. Ja, working on it. Was mache ich hier? Ah, achso. Du machst die Dinger. Achso, ich kann dir hier. Unten. Rechts. Den hier. Next. Okay, den hier. Ja. Falsch. Verdammt. Gut genug, mach den nächsten. Stumpfattacke. Ja, gut. Der passt. War falsch. Das krieg ich hin. Auf hier. Next. Und. Fast. Falsch. Ich hab mich versprungen. Cool. Bleib einfach auf einer Linie und sag Bescheid, wenn du Stampfer machst, würde ich sagen. Jetzt. Oder so. Und jetzt. Und lass jetzt. Die Kamera. Ich bin wieder unten. Okay. Das ist die fucking Kamera. Und. Ich hab den Videobeweis. Jetzt. Und. Jetzt. Nee, das war nix. Alles gut. Und. Ja, langsam wird's was. Zwei noch. Und hier noch. Hoch hier. Du bist da. Ups. Da ist ein Roboter. Moment. Ich mach Batteriedienst. Wie komme ich da hin? Drück den Roboter. Wenn ich wüsste wie. Achso, ich muss wieder. Ja. Ich muss hier wieder runter. Ach, da ist der Roboter. Sehr schön. Ja. Ich drück den Roboter. Aktiviert. Jetzt müssen wir alles nochmal zurückgehen. Nee, müssen wir nicht. Belastend.